Liebe Kollegen, ich spreche zunächst einmal meinen Dank an die Kollegen Pittella und Karas aus für ihre Berichte. Ich teile ihre durch den ganzen Bericht sich ziehende Feststellung, dass jeder Bürger in der Europäischen Union Zugang zu Bankdienstleistungen haben sollte. Trotzdem erlauben Sie mir drei Kommentare. Erstens, was die Kundenmobilität betrifft. Ja, das ist unser Ziel. In einem größer werdenden und voll funktionierenden Binnenmarkt wollen wir, dass jeder Kunde auch grenzüberschreitend Zugang zu Bankdienstleistungen hat. Aber mit diesem Recht sind auch Pflichten verbunden. Und deswegen bin ich etwas vorsichtig, wenn hier gefordert wird, dass für den Fall, dass ein Kunde seine Bank kündigt und einen Wechsel vornehmen möchte, dass wir das Risiko, falls er nicht rechtzeitig eine neue Bankverbindung hat, dass er dieses Risiko bei der alten bisherigen Bank belassen. Das ist nicht in Ordnung. Ein Kunde soll eigenverantwortlich handeln und er muss diese Verantwortung mit den Rechten, die er übernommen hat, auch selber eingehen. Und wir sollten nicht hier gewissermaßen denjenigen spielen, der ihm aus der Patsche hilft, wenn er selbst verschuldet in dieses Dilemma gerät. Zweitens, Kunden Information. Ich kann mich hier nur meinem Vorredner Harald Ettel anschließen. Wir haben es vielfach immer noch damit zu tun, dass vergleichbare, miteinander im Wettbewerb stehende Produkte nicht die gleiche Transparenz erfahren, weil sie unterschiedlichen Auskunftspflichten unterliegen. Das ist nicht in Ordnung. Ich bin sehr dafür, dass Kunden Informationen bekommen, aber auch hier gilt, wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, nicht den Kunden mit zu viel Informationen überschwemmen. Er braucht die nötigen für eigenverantwortliche Entscheidungen. Aber Qualität geht hier vor Quantität. Und zum Schluss noch ein Punkt zu den Bankenstrukturen. Ich stimme mit Ottmar Karas überein, dass wir in der Tat historisch gewachsene, unterschiedliche Bankenstrukturen in den einzelnen Mitgliedstaaten haben. In einem Land gibt es nur private Banken, im anderen gibt es auch Sparkassen, Volksbanken und Landesbanken und dergleichen mehr. Nur, das ist nicht unsere Aufgabe, hier die Bankenlandschaft neu zu organisieren. Das sollten dann, wenn schon, die Mitgliedstaaten machen. Aber es ist auch nicht unsere Aufgabe, Transitionspflege zu betreiben. Also ich meine, ob die Strukturen so bleiben oder ob sich ändern, soll der Markt entscheiden. Die Services, die Produktangebote, die Dienstleistungen, die die einzelnen Marktteilnehmer ihren Kunden offerieren, das soll entscheiden und nicht wir hier aus der Zentrale. Danke.